Falsches Brett. Ich versuche, ein Frühstücksbrettchen-Business zu starten. Und das ist eins von denen, was ich im letzten Video gemacht habe. Den Link zu dem Brettchen findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Die werden alle hier drin hergestellt. Und darum geht es auch heute. Es ist natürlich wichtig, wenn man sowas verkauft, dass man weiß, wie lange, wenn man etwas selbst herstellt, wie lange man auch dafür braucht. Und darum soll es in dem heutigen Video gehen. Wir werden heute mal die Zeit messen. Ihr werdet alle Prozesse noch mal sehen, die es halt eben bedarf, um so ein Brettchen hier herzustellen. Und darum geht es heute. Also, heute schauen wir mal, ob ich mich total verkalkuliert habe mit hier diesem Frühstücksbrettchen, indem wir diese Frühstücksbrettchen hier herstellen werden. Viel Spaß. Uhr, Timer, Stoppuhr. Let's go. Machen wir mal Schneidebretter. Ich habe noch eine Bohle da. Eine Stunde später haben wir jetzt hier 11 Schneidebrettern in den Zwingen. Und das würde ich sagen, ist bis jetzt erstmal ein zeitlich guter Durchschnitt von der rohen Bohle bis zu dem verleimten Brett. Ich bin mal gespannt, wie viel Zeit es noch bedarf, um halt eben die ganzen Feinarbeiten zu machen. Wie zum Beispiel Schleifen, Wässern. Das dauert nämlich auch nochmal alles. Ein bisschen Zeit.
Ein Flex, es kommt eine Arbeit, die mich tatsächlich am meisten nervt. Und zwar ist das das Schleifen der Fasen von Hand. Wenn das Ganze hier gut ankommt und wenn ich vielleicht dafür auch wirklich mehrere Abnehmer finde, dann wird es sich für mich auf Dauer natürlich lohnen, hierfür eine eigene Maschine zu kreieren oder eine bestehende Maschine umzubauen, damit ich das hier maschinell schleifen kann. Aber dafür muss das hier halt eben gefallen finden. Also gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Selbstexperiment vor allen Dingen, wenn euch das gefällt. Das hier frisst ziemlich viel Zeit, wenn man eine Maschine hätte, wo man es einfach an der Seite vorbeischieben könnte, dann wäre das eine ziemlich, ziemlich feine Sache. Aber weil das jetzt noch nicht der Fall ist, werden wir es von Hand schleifen. Let's go. Ich höre mir gerade Hörbuch an von Stephen King. Das geht einfach über 50 Stunden The Stand. Kann ich echt? Ich werde angerufen. Moment, wo bin ich stehen geblieben? The Stand, 50 Stunden Hörbuch. Richtig cool. Also ja, genau. Was wollte ich denn jetzt sagen? Bei dem heutigen Video geht es ja darum, dass ich halt eben mal schaue, wie lange brauche ich für Summe X an Schneidebrettern herzustellen. Und die Rechnung funktioniert aber auch nur dann, wenn das Ganze mal trocknen muss, wenn es halt eben abbinden muss oder was auch immer in der Zeit, wo ich nichts dran machen kann, dass ich in der Zeit auch was anderes machen kann. Das bedeutet, die komplette Zeitaufstellung heute ist wirklich nur die aktive Arbeitszeit und nicht die Zeit, wo ich halt eben warte und dem Leim zuschaue, wie der halt eben trocknet. Das heißt, jetzt gehen wir mal an die Bandsäge, weil morgen ist der erste Probedrechselkurs für die fortgeschrittenen Kurse hier bei mir in der Werkstatt. Eine der beiden Schalen werden wir drechseln. Wahrscheinlich wird es diese hier sein. Da kann ich ganz, ganz viele Techniken zeigen, wie man die Schalenröhre benutzt und worauf man halt eben achten sollte. Übrigens, das ist Sippo-Holz. Das gibt es jetzt auch bei uns im Online-Shop. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Wie gesagt, es lässt sich auch schabend sehr, sehr gut bearbeiten und es sieht halt eben einfach mega, mega schick aus. Wie gesagt, schaut euch die Bilder auf der Plattform an. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Da kann man noch mal ein bisschen besser erkennen, wie das Holz halt eben dann bearbeitet, fertig bearbeitet aussieht. Jetzt geht's an die Bandsäge. Wenn ihr Lust auf einen Drechselkurs habt, schaut in die Videobeschreibung, da könnt ihr gerne mal vorbeikommen. Damit es keine Verwirrung gibt, hier die klitzekleinen Informationen. Dieses Videomaterial, wie auch das Videomaterial davor, das ist schon ziemlich alt, denn ich habe sehr viel vorproduziert. Das bedeutet, dieser Drechsel-Probekurs, der ist schon passiert. Wir haben jetzt 10 wunderschöne echten Frühstücksbrettchen liegen und das hier ist jetzt auch der Punkt, wo ich die Brettchen halt eben nehmen könnte und könnte sie ins Regal legen und könnte sie dann wieder rausnehmen, individualisieren und dann auch schon verschicken. So die eigentliche Holzarbeit, die eigentliche Schleifarbeit, Ölarbeit, alles was das angeht, ist an dem Punkt jetzt fertig. Jetzt könnte man sie im Prinzip auch schon benutzen. Wie lange haben wir dafür denn ungefähr gebraucht? Mit Bohle zuschneiden, mit Umrisszeiten der Maschine, also das bedeutet Sägeblattwechsel, mit Kantenschleifer irgendwie da ein bisschen was ummodeln, damit es halt eben für die Arbeit halt eben jetzt funktioniert. Das waren in etwa 3 Stunden Arbeitszeit, reine Arbeitszeit, ohne das Gravieren natürlich, was ich gebraucht habe, um hier diese 10 Frühstücksbrettchen herzustellen. 180 durch 10. Das heißt, wir sind ungefähr bei 18 Euro, wenn wir mit einem Stundensatz von 10 Euro rechnen, pro Brettchen. Dann kommt natürlich noch Material dazu, dann kommt natürlich noch so die Werkstatt an und für sich dazu. Das braucht Strom, wird alles derzeit teurer. Also heißt das, dass das hier ein Produkt ist, was sehr, sehr knapp dimensioniert ist, was so halt eben den Preis angeht. Da sind wir wirklich sehr, sehr knapp halt eben dabei. Und dann kommen wir halt eben auch schon zu dem nächsten Punkt. Und zwar sind das weitere Produkte, die halt eben für das Schneidebrett halt eben gut sind. Diese Schneidebretter hier sind geölt. Das ist arbeitstechnisch dann ein bisschen einfacher herzustellen, als wenn man die alle noch mit einem Lappen und halt mit dem Bienenwachsfinish behandelt. Deswegen gibt es halt hier jetzt solche Upsell-Produkte auch noch, dass man sich, wenn man das halt eben will, dazu packen kann, dass halt eben am Schluss etwas hängen bleibt, damit das Ganze halt auf Dauer funktioniert.
Ich muss niemandem was vormachen, dass wenn das Ganze super knapp dimensioniert ist, das hatte ich in den letzten Jahren getan, dass das alles unterm Strich sehr, sehr knapp halt einfach ist und es funktioniert dann halt eben nicht langfristig. Also, deswegen gibt es mittlerweile, das war im ersten Teil nämlich noch ein Thema, was ich in meiner To-Do-Listen-App aufgeschrieben habe, Upsell-Produkte. Das heißt, wenn der Kunde halt eben will, kann er sich das hier vielleicht sogar ein bisschen vergünstigt als Upsell, als ergänzbare Variante dazu buchen, kaufen, damit er halt eben das Produkt noch besser benutzen kann. Das sind halt eben jetzt einmal das Schneidebrettöl, was ich extra für die Küche so jetzt gestaltet habe, damit man es in die Küche stellen kann und es halt eben schick aussieht und dann und man es halt dort eben stehen lassen kann. Mal, ich hole mal was. Und dass man damit auch zum Beispiel seine Holzschalen, das ist Sippo-Holz, wirklich, wirklich tolles Holz, dass man die dann damit auch einfach nachfinishen kann. Ich benutze weiterhin das Konterholz-Holz-Finish. Das gibt es übrigens jetzt auch in kleineren Gebinden. Und das ist natürlich jetzt auch nicht verkehrt. Nur jetzt in der Menge das herzustellen ist, ist es ein bisschen einfacher, das Ganze zu ölen. Und teilweise nutze ich dann auch lieber das Öl, wenn ich auch privat zu Hause ein Schneidebrett benutze, weil es halt teilweise ein bisschen schneller geht, als halt eben jetzt mit dem Lappen das Wachs aufzutragen. Das ist der ganze Grund. Das soll, wie gesagt, eine ganz grobe Kostenaufstellung gewesen sein. Wenn so eine Maschine freckt, die kostet richtig Kohle. Ihr müsst immer mal damit rechnen, wie viele Schneidebrettchen man erstmal herstellen muss, dass man so eine Maschine dann auch irgendwann davon bezahlen kann. Und das ist immer so der schwierige Spagat. Aber jetzt kommen wir zu dem nächsten Thema, was noch viel, viel wichtiger ist. Und zwar, was ist mit dem Verkaufen? Das schönste Schneidebrett bringt ja gar nichts, wenn man keins verkauft. Und da kommen wir nämlich zum nächsten Thema. Und zwar ist das aktiv Werbung für so ein Produkt schalten. Und da wird es halt eben sehr, sehr spannend, ob das Ganze unterm Strich halt eben aufgeht. Und zwar muss man natürlich dieses Produkt auch vermarkten. Jetzt auf YouTube, wie gesagt, im ersten Video habe ich es auch schon angesprochen. Ich habe den Luxus, dass ich hier eine Reichweite aufgebaut habe. Aber wer schaut mir hier zu? Leute, die in den meisten Fällen etwas selbst zu Hause machen. Das habe ich mir vorher auch schon gedacht, dass das nicht der passende Markt ist. Das bedeutet, ich kann euch hier zeigen, wie ich das Ganze baue. Ich finde, das ist ein super interessantes Thema. Aber wenn es jetzt darum geht, diese Produkte auch zu verkaufen, muss ich mich darum anders kümmern. Darum soll es in dem Video heute nicht gehen. Da muss ich mich jetzt aktiv Werbung schalten. Das ist nämlich richtig, richtig teuer. Vor allen Dingen muss man da immer am Anfang erstmal ein bisschen Lehrgeld reinbuttern, um zu schauen, ob das Produkt überhaupt von der Zielgruppe gut angenommen wird. Und da ist halt eben so ein Thema mit Upsell, ist es halt eben dann wichtig, dass das unterm Strich halt eben aufgeht. Warum sage ich das so genau? Weil es schon bei zwei Produkten nämlich nicht aufgegangen ist und das sehr viel Geld gekostet hat. Wirklich, wirklich sehr viel. Wenn ich jetzt gerade hier dran bin und zum Beispiel hier diese Frühstücksbrettchen herstelle, da habe ich jetzt auch direkt ein paar Muster hergestellt. In den Zwingen sind auch ein paar Muster, die ich vielleicht an andere potenzielle Kunden schicken kann, wo sich in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren vielleicht mal was ergeben hat. Damals hat es sich halt eben nicht ergeben. Jetzt habe ich neue Holzsorten hier in der Werkstatt und das könnte vielleicht neue Kunden interessieren, die dann halt eben abseits von YouTube, abseits von Online-Marketing und dem ganzen Gedöns, die halt eben sich dafür interessieren könnten. Deswegen habe ich da direkt ein paar Tester für gemacht. Aber wie gesagt, das ist auch ein Thema für das nächste Video, ob daraus was wird. Und genau, diese 10 Frühstücksbrettchen sind tatsächlich verkauft, aber nicht, weil sie über einen Online-Shop geordert wurden, sondern weil ich einfach jemanden direkt gefragt habe, ob das halt eben für die Weihnachtszeit als Kundengeschenk, als Mitarbeitergeschenk halt eben was wäre. Und das bedeutet, die werden wir jetzt auch noch lasern. Ihr werdet wahrscheinlich denjenigen, für die sie sind, auch schon kennen, weil von dem hängt nämlich die Verrohrung hier in meiner Werkstatt. Wir gehen an den Laser. Wir werden da überall schön das Logo draufpacken und dann schauen wir uns die Frühstücksbrettchen sind fertig graviert. Die können jetzt eingepackt werden und dann können sie auch zum Kunden geschickt werden. Ich hoffe, dass das hier nicht der letzte Teil von dieser Videoreihe ist, in der ich euch zeige, wie ich versuche, Frühstücksbrettchen ein bisschen größer herzustellen. Und genau, gebt dem Video aus dem Grund einen Daumen nach oben, wenn dich das Ganze in Zukunft weiterhin interessiert. Und das soll es für heute gewesen sein. Ciao.